Ja, Leute, ich bin dir da im Acker. Gegner, diese Mysteriensippe. Okay. Aber jetzt check ich sie. Scheiße. Sie ist doch stärker als meine Rechte. Ja, ich sehe. Paradox, ich hätte mir bessere Leute gesucht. Das ist die bessere Leute, aber ich glaube es. Thank you.
Du warst schön. Wir hatten zwar mit Dezibel aufgehalten, aber das hieß gar nichts. Wir waren niedergeschlagen. Der Paradox war uns immer einen Schritt voraus gewesen und hielt alle Karten in der Hand. Carmelita, den Stab meiner Vorfahren und jetzt auch noch seinen falschen Stammbaum. Ich konnte mich nicht erinnern, dass wir jemals so am Boden gewesen waren. Und mit Dimitri zu reden brachte nichts. Er ist ausgeflippt und schwebert von Abrocken in der Dreckstadt. Wie immer gaben seine Worte wenig Sinn, aber die Botschaft war klar. Wir mussten schleunigst zurück nach Hause. Wir waren zwar am Boden, aber noch lange nicht erledigt. Es stand zu viel auf dem Spiel, das Leben von allen, die wir liebten, und unsere eigene Zukunft. Was auch passieren würde, wir mussten die Dinge in Ordnung bringen. Als wir durch die Zeit zurück nach Paris reisten, wusste ich, das wird der Kampf unseres Lebens. Offensichtlich hatte Le Paradox die Kontrolle, denn sein Gesicht lag über der Stadt wie ein Exzess. Das einzig Gute war, dass Bentley jede Menge Infos fand. Auch, dass Le Paradox selbst aus einer Liebesfamilie stammte. Und dann machten wir eine wichtige Entdeckung. Ich wusste, dass mein Vater durch den Diebstahl des größten Diamanten der Welt berühmt geworden war. Was ich nicht wusste, Le Paradox Vater hatte ihn zuerst stehlen und es dann meinem Vater anhängen wollen. Aber er war etwas zu langsam und wurde selbst verhaftet. Ohne seinen Vater hatte Le Paradox niemanden, der ihm das Familiengeschäft lehren konnte. Und nach einer Reihe mit Glück der Raubzüge landete auch er schließlich im Gefängnis. Ironischerweise erhielt er dann dort seine kriminelle Ausbildung. Nach seiner